und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe heute ein weiteres Adventskalender-Unboxing für euch. Und zwar von einem Adventskalender, wo ich wirklich extrem gespannt darauf bin. Es geht heute um den Purelay Adventskalender 2023. Das Ganze kommt in diesem wunderschönen Kästchen. Dann kann man das Ganze hier öffnen. Und so sieht das Innenleben hier aus. Ich finde es wunderschön. Ich sehe auch schon direkt die Elemente, die hier benannt sind. Bevor wir jetzt aber alle 24 Teile auspacken werden aus diesem sehr hochpreisigen Schmuck-Adventskalender, möchte ich noch kurz ein paar Sachen dazu sagen. Ich habe das nämlich nochmal aufgerufen. Das Ganze soll hier nämlich einen Wert haben von 785 Euro. Der Adventskalender kostet 169,90 Euro und ist damit der teuerste Adventskalender, den ich dieses Jahr für euch gekauft habe, um ihn zu testen. Und es sollen 24 Designs enthalten sein. Das Ganze ist wasserfest, langlebig und so weiter. Und ich habe mich für die Gold-Variante entschieden, weil ich einfach Gold am meisten trage. Auch mein Ohrschmuck heute ist von Purelay. Und es ist so, dass es dieses Jahr auf jeden Fall auch Kooperationsvideos mit Purelay gab, mit dem Adventskalender. Ich habe das hier von meinem eigenen Geld gekauft. Es ist keine Kooperation, das heißt, ich werde alles mit euch öffnen. Und ihr bekommt, ob Kooperation oder nicht, natürlich immer meine ehrliche Meinung. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video, würde mich riesig über ein Abo von euch freuen, hoffe natürlich auch als erstes, dass es euch allen gut geht und falls es nicht so sein sollte, schicke ich euch ganz viel Liebe. Wir legen direkt los mit Tisch Nummer 1 und das Schöne ist, wir haben auf jeden Fall hier oben diese Blümchen hier. Hier steht auch vom Element Erde, Element Feuer, Element Wasser, das bin übrigens ich. Was habt ihr denn für ein Sternzeichen? Zu welchem Element gehört ihr? Ich bin Wasser, mein Sternzeichen ist nämlich Fische. Dann haben wir auch noch Luft und wir haben hier Aloha stehen und hier unten kann man dann diese wunderschöne Schublade ausziehen und die weiteren Päckchen öffnen. Wir starten mit der 1, was ein bisschen größer ist und schauen direkt hinein. Was ich immer schön finde bei Purelay, ich hatte schon eine Kooperation mit Purelay und habe da das erste Mal den Schmuck so richtig entdecken können für mich. Allerdings habe ich auch eine Freundin, die total auf Purelay. Also sie liebt Purelay einfach so sehr und wenn hier etwas mir nicht gefallen wird, werde ich das an sie weitergeben. Ich finde es schön, dass immer alles halt in diesen kleinen Säckchen hier kommt, dann kann man auch alles richtig schön aufbewahren. Im Tisch Nummer 1 haben wir wunderschöne goldene Kreolen enthalten, die ein Steinchen haben. Es ist eine Mischung aus einem Bernsteinton und einem zarten Rosa. Ich kann es gar nicht genau sagen, was für eine Farbe das ist. Gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Ich liebe Kreolen. Ihr seht es auch hier, wie gesagt, die sind auch von Purelay. Ich kenne gerade das Modell gar nicht. Ich habe jetzt nochmal die ganze Schublade rausgenommen und das Ganze sieht dann so aus. Ich finde es super. Ich werde direkt dann auch den oberen Teil abnehmen. Hier, wo die einzelnen Elemente enthalten sind und das dann auch wirklich als meine Purelay Schmuckbox behalten, denn ich habe die bisher so einzeln und ich finde es richtig schön, dann diese Aufbewahrungsbox jetzt zu haben. Wir schauen in Türchen Nummer 2. In Türchen Nummer 2 haben wir einen Ring. So sieht das Ganze dann aus. Also ich würde sagen, so schon ein schmalerer Ring, aber jetzt nicht so ganz, ganz dünn. Mir gefällt es auf jeden Fall ganz gut und wie gesagt, ihr habt hinten dann halt den Ring, um ihn zu verstellen. Ich muss aber sagen, dass ich das Gefühl habe, der lässt sich fast gar nicht verstellen. Also er ist schon recht fest. Das heißt, wenn eure Finger da nicht passen, dann passt es nicht. Also für mich könnte er auch noch ein bisschen kleiner sein. Ich habe Ringgröße 50, vielleicht so als kleine Referenz. In der Nummer 3 haben wir das erste Schächtelchen mit dieser wunderschönen Blüte hier. Finde ich richtig hübsch. Und es steht ja auch drauf, Air, ein Ohrring. Und zwar aus der Breathe Collection oder Breathe nennt er sich. Wir haben hier wieder Kreolen. Diesmal sind sie glatt und auch ein bisschen kleiner, enger gebogen als das erste Modell, was wir hatten. Und ich habe tatsächlich noch keine, die so sind. Also die sind schon sehr so voluminös und bauchig auch. Und gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich finde halt sowas sieht immer richtig schön aus, wenn man zum Beispiel vielleicht auch noch ein zweites Ohrloch hat und da noch was drin hat. Vielleicht so einen kleinen Stecker, der das Ganze ergänzt. Und ich mag genau diese Art von Ohrringe, wenn ich auch eher so schlichtere Outfits trage. Ich trage immer schon relativ gerne buntes Make-up
Und ich finde, es ergänzt das halt nur mit einem schönen weißen Rollkragen oder so. Hier haben wir Türchen Nummer 4. Okay, jetzt weiß ich, was hier auch enthalten ist. Es ist ein Earcuff enthalten und zwar aus der Air Collection Breezy oder zum Element Air Breezy. Also wirklich so ein ganz, ganz kleiner Earcuff. Und ich bin mir unsicher, das ist genau wie der Ring. Es ist zwar geöffnet, aber es ist wirklich so steif, dass man es eigentlich nicht wirklich verändern kann. Mein Problem bei Earcuffs ist, dass mein Ohr immer zu schmal dafür ist. Also ich müsste das halt enger stellen und das geht jetzt auf jeden Fall mit dem nicht. Das würde, glaube ich, sonst brechen, wenn ich das mit Gewalt versuchen würde. Also mein Ohr ist einfach zu klein dafür. Das kann man nicht verstellen. Ich würde das kaputt machen. Das ist schade, aber das ist auch nichts Neues für mich. Also ich habe die Probleme mit Earcuffs einfach schon immer. Da muss man, glaube ich, einfach das richtige Ohr dafür haben, damit das gut funktioniert. Das ist natürlich dann ein bisschen schade, wenn dann schon ein Türchen nicht passt. Wir schauen bei der 5 rein. Und hier enthalten ist eine Kette aus dem Fire Element. Ein richtig süßes kleines Armband, was natürlich Gold ist, weil ich Gold ausgewählt habe. Ihr könnt übrigens zwischen Gold, Silber und Roségold wählen. Und wir haben dann auch noch so kleine Steinchen als Anhänger enthalten. Es sind insgesamt drei kleine Steinchen. Wir schauen in die Nummer 6 rein. Nikolaus zum Fire Element. Und enthalten ist... Ah, okay. Hier ist diesmal eine Kette enthalten. Flame nennt die sich. Das ist jetzt die Kette. Und ich finde natürlich total passend auch dann zu dem Armband, was wir gerade hatten. Wir haben eben auch wieder hier dieses filigrane Design. Wir haben einen Glitzerstein und zwei so kleine, nennt man das Emblem? Also so kleine goldene, runde Taler und finde ich richtig schön. Also das ist auch sowas, was total nach meinem Geschmack ist, was auch einfach schön aussieht, finde ich, wenn man sowas Hochgeschlossenes anhat und das dann eben so hängt. Das mag ich auf jeden Fall. Weiter geht's mit der Nummer 7. Die haben wir hier und es sind Ohrringe enthalten. Wieder aus dem Erde-Element. Die Vulcano-Ohrringe. Wir hatten ja eben auch schon was aus der Vulcano-Reihe. Sehr, sehr schön passend haben wir jetzt zu dem Armband bzw. zu der Kette, die ich euch gerade gezeigt habe, die passenden Ohrstecker. Genau wieder mit diesem goldenen, beziehungsweise bei mir natürlich Gold, bei euch vielleicht in einer anderen Farbe, wenn ihr eine andere Farbe bestellt, mit diesem Erhabenheit des Plättchens einfach. Finde ich sehr schön und passt auch, finde ich, hier sehr gut zu. In der Nummer 8 haben wir wieder ein Armband aus dem Air Element Airflow. Okay, das ist aber groß. Okay, ich war gerade kurz verwirrt. So kam das dann raus und ich war so, okay, das ist schon ganz schön groß für ein Handgelenk. Aber man kann es so dann nochmal verstellen. Das gefällt mir richtig gut. Wir haben so ein ganz, ganz schlichtes Design. Es ist super filigran, man kann das Ganze doppelt nehmen. Und die einzelnen Glieder des Armbands sind so ineinander. Ich weiß, dass es dafür einen genauen Namen gibt, wenn es so aussieht. Ich kenne den Begriff leider nicht, aber das sieht so schön aus. Gefällt mir richtig gut. Richtig, richtig gut. Ist dann halt natürlich, wenn man das so doppelt, auch eher so ein bisschen, ihr seht es ja, ne? Dann ist es dadurch auch so ein bisschen steifer. Es fällt nicht so ganz sanft ums Handgelenk. Aber ich finde es auf jeden Fall richtig schön. Die 9 ist auf jeden Fall eins der größeren Türchen, aber ich glaube, das hat nicht wirklich was zu bedeuten. Hier haben wir wieder eine Kette enthalten aus der Aloha-Reihe. Shell nennt sie sich. Oh nein, wie süß! Oh, das ist so schön. Jetzt bin ich richtig gespannt auf das große Aloha-Kästchen. Oh, das ist ja auch so total mein Geschmack, ne? Also, hier haben wir die Kette und sie hat einfach so eine Muschel. Und an der Muschel sind auf jeden Fall noch kleine Glitzersteine, 5 Stück insgesamt. Die Kette selbst hat etwas auch sehr filigranes. Es sind immer so Doppelglieder, die ineinander gehen und es sieht einfach super schön aus. Also es vereint halt einfach so dieses ganz Filigrane zusammen mit sowas, was so ein bisschen, ja, ein bisschen mehr ist einfach, was ich ja auch gerne mag. Und gerade die Kombination gefällt mir wirklich, wirklich gut. Man kann es auch noch länger verstellen, man kann es aber auch sicher ganz kurz tragen. Ach, das finde ich richtig hübsch. Wir sind bei der 10 und haben hier wieder dieses wunderschöne Schächtelchen, auch aus der Aloha-Reihe. Und
die Kette war ja gerade auch aus der Aloe-Reihe. Jetzt bin ich richtig gespannt. Hier ist enthalten. Hier sind die passenden Ohrringe drin. Auch Shell steht drauf. Aber das finde ich richtig cool. Ich habe ja auch hier die mit der Perle und ich weiß nicht, mit Muschel und Perlen. Passt ja auch schön zusammen. Jetzt bin ich gespannt, was das für Ohrringe sind. Es sind Ohrstecker. Und hier haben wir auch einfach die Muscheln. Und oben ist ein kleiner Glitzerstein enthalten, genauso wie wir das auf der Kette auch vorfinden. Und mir gefällt sehr gut, dass es so konzipiert ist, dass man eben auch die einzelnen Sets ja, miteinander tragen kann und kombinieren kann oder auch untereinander kombinieren kann. Wir schauen in die 11 und bis jetzt bin ich wirklich sehr angetan, wenn man auch die Originalpreise ja bedenkt. Nur dieser kleine Earcuff, der finde ich hatte irgendwas nicht so hochwertiges. Ja, das hat mir nicht so gefallen. Dann haben wir einen Charm jetzt hier aus der Earth Collection. Canyon nennt er sich. Das heißt, hier wird nur ein ganz kleines Teil enthalten sein. Vielleicht kennt ihr das schon. Das ist dieser Charm passend zu den Ohrringen, die ich ganz am Anfang hatte. Mit dieser ganz interessanten Farbe von Bernstein und Rosa und irgendwas dazwischen. Und das ist eher darauf konzipiert, das an Ketten oder an Armbänder von Pure Late anzubringen. Halbzeit Nummer 12 mit einem Armband aus der Earth Collection Volcano. Oh, okay. Wir haben jetzt hier ein Armband enthalten, was einfach nur so ein Band ist. Unter anderen Adventskalender-Umständen fände ich das ganz schön. Wir haben hier wieder diese tollen goldenen Anhänger, die ich eben auch so schön fand an dem Armband und an den Ohrringen, meine ich ja. Ich finde das jetzt im Adventskalender für 170 Euro nicht cool, da also ein Armband enthalten zu haben, was einfach nur aus Stoff ist, weil gerade wenn man das ein bisschen länger trägt und auch dauerhaft trägt und sich auch die Hände wäscht und so weiter, das wird einfach dünn und das geht irgendwann kaputt. Also es sieht süß aus, aber ne, ihr versteht den Kritikpunkt, denke ich. 13 als nächstes. Hier haben wir eine weitere Kette enthalten aus der Water Edition. Drop nennt sie sich. Oh, wie schön! Also hier bin ich wortwörtlich dann auch in meinem Element angekommen. Also, die Kette ist richtig, richtig hübsch. Das ist so eine lange Kette. Sowas trage ich tatsächlich eher weniger. Aber vielleicht ist das jetzt der richtige Moment. Und seht ihr das? Es passt einfach perfekt zu meinen Ohrringen. Ich hoffe, hierzu wird es aber noch den genau passenden Ohrring geben. Einmal für euch aufzustehen, damit ihr dann seht, wie lang das hängt. Also es wird ungefähr so lang sein. Ich sehe gerade, man kann es noch minimal verstellen, dass es noch ein bisschen kürzer wird. Aber es ist dann immer noch sehr lang. Ich finde es trotzdem sehr schön. Sieht super hochwertig aus, wie alles andere, was ich sonst auch in der Hand hatte, außer den Earcuff zum Beispiel. Und auch sehr schwer, die Perle unten. In der 14 haben wir enthalten Ohrringe aus der Air-Reihe Breezy. Ah, ich erinnere mich. Okay, gut. Dann waren das auch die Earcuffs aus der Air-Reihe. Der Earcuff aber als Stecker. Das finde ich wiederum ganz schön, gerade auch für so ein zweites Ohrloch finde ich das echt hübsch. Und es sieht bestimmt auch toll aus, wenn man es theoretisch mit dem Earcuff kombinieren kann. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde, das sieht einfach nicht... Also, ich kann nicht ausmachen, dass es irgendwie schlecht so richtig aussieht, also mit irgendwelchen komischen Gussstellen oder so. Aber ich finde, diese Teile, also sowohl der Earcuff als auch das, sieht einfach nicht so hochwertig aus wie der Rest. 15 als nächstes. Hier sind enthalten ein Ring zum Wasserelement. Jetzt bin ich gespannt. Den finde ich auch richtig schön. Aber auch der, also er hat zwar diese Öffnung, dass man sagen könnte, ja, vielleicht kann man ihn verstellen, aber er ist super steif, also den könnt ihr nicht verstellen. Ihr müsst dann schauen, auf welchem Finger er für euch passt. Hier könnt ihr einmal an meinem Finger sehen, wie das Ganze dann wirkt. Passt mir auf meinem Zeigefinger richtig gut. Sieht halt aus wie so eine kleine Welle, also wie so eine Welle generell als Ring. Finde ich sehr schön. An dem habe ich jetzt auch nichts auszusetzen. Also der sieht auch wieder sehr, sehr gut aus, so wie der erste Ring, den ich auch hatte. Ist da halt Türchen Nummer 16. Wir schauen rein. Es sind wunderschöne Kreolen enthalten und die sind ganz besonders. Die sehen so aus. Die sind in sich geschwungen, aber nicht komplett, sondern haben hier quasi nur so eine halbe Drehung und haben dadurch so ein richtig schönes Lichtspiel, wenn man das dann am Ohr hat. Also das gefällt mir auch sehr gut. Sie sind auf jeden Fall, aber wenn ich sie euch mal so zeige, auf jeden Fall größer.
So würde das Ganze dann an meinem Ohr aussehen. Und mir gefällt es auf jeden Fall sehr gut. Auch die sehen schön aus, gut gemacht. So wie ich das sonst auch gewohnt bin von der Pure Lake Qualität. Meine Glückszahl, die Nummer 17, ist wieder ein besonderes Türchen. Und nicht nur irgendeins, sondern auch zu meinem Element Wasser tatsächlich. Es ist ein Armband und zwar vom Element Wasser Flow. Oh, okay. Ja gut, Flow passt hier. Wir haben dieses Armband hier. Das ist so das, was mich immer irgendwie an so eine Schlange erinnert. Wisst ihr, wieso? Weil es halt im Flow ist. Also ein breiteres Armband. Ich werde es einmal kurz anlegen, so, damit ihr euch das ein bisschen besser vorstellen könnt. So sieht das Ganze dann aus. Finde ich sehr schön. Ist halt auch wieder schlicht. Aber ehrlich gesagt habe ich mir so ein bisschen was aus dem Shell-Bereich noch mehr gewünscht. Also ein passendes Armband vielleicht zu der tollen Muschelkette. Die 18 ist auf jeden Fall wieder ein größeres Türchen. Und ich habe auch das Gefühl, dass es ein bisschen schwerer ist. Es soll eine Kette enthalten sein, auch zum Element Wasser, auch aus der Flow-Reihe, also das, was wir gerade hatten als Armband. Ich glaube, deswegen ist es auch so ein bisschen schwerer. Das Armband gerade war auch ein bisschen schwerer. Ja, ich lege das einmal so grob an, damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt. Ja, finde ich sehr schön. Gefällt mir gut. Man muss bei diesen, glaube ich, immer nur darauf achten, dass einem auch die Haare nicht dazwischen kommen. Ich glaube, dass es sonst da sich sehr reinlegen könnte. Finde ich auch schön, gerade mit so höher geschlossenen Oberteilen. Ich merke auch gerade, wenn ich hier so ein bisschen drüber gehe, fühlt es sich so an, als würde es meinen Stoff so ein bisschen aufrauen. Das liegt wahrscheinlich hier an den einzelnen kleinen Haken, die es dann außen gibt. Vielleicht ist das doch besser eine Kette, die ihr auf eure Haut richtig tragt, weil Stoff kann es auf jeden Fall mit aufribbeln, nur dass ihr da Bescheid wisst. Als nächstes schauen wir in die Nummer 19 und hier haben wir wieder etwas aus dem Element Erde. Bin ich gespannt. Ein Fußkettchen, was auch wieder so schön aufgemacht ist wie das Armband, was wir schon kennen. Es ist halt ein bisschen größer als das Armband und hier haben wir so kleine Steinchen, die in goldenen Fassungen eingefasst sind, die enthalten sind am Armband. 3 Stück an der Zahl und das gefällt mir auf jeden Fall sehr gut. Und ich weiß, dass sehr viele auch das ganze Jahr über Fußkettchen tragen und nicht nur im Sommer. Die Nummer 20 als nächstes. Wir kommen also langsam dem Ende hier entgegen. Wir haben hier einen weiteren Charm enthalten aus der Aloha-Reihe, den Blossom Charm. Der sieht auch richtig hübsch aus. Richtig schön, wie so eine Blüte einfach und funkelt in ganz, ganz vielen Farben. Finde ich richtig hübsch. Kann man halt wirklich schön auch an der Kette noch anlegen oder eben an eins der Armbänder einfach noch mit draufstecken und hat dann eben noch einen zusätzlichen Anhänger. Das finde ich sehr schön. 21. Wir haben hier enthalten wieder eine Kette aus der Fire-Reihe Glam. Das ist die Kette. Sie ist so aufgemacht, dass sie am Ende so zusammengeführt ist, dass ihr noch einen weiteren Anhänger sozusagen habt. Und das ist auf jeden Fall ganz besonders. Ich kann mir sowas sehr, sehr schön vorstellen, wenn man auch wirklich vielleicht so ein tiefer ausgeschnittenes Oberteil vielleicht auch anhat, dass es so ins Dekolleté fällt mit dem Anhänger, der unten noch angebracht ist. Das finde ich sehr, sehr interessant. Und die Steinchen, die enthalten sind, sind viereckig. Wir haben ja also keine runden. Und an der Kette selbst haben wir ab und zu so kleine Unterbrechungen mit kleinen goldenen Kügelchen. Bei mir natürlich, weil es ja die goldene Kette ist. 22 bietet uns weitere Ohrringe aus der Aloha-Reihe Blossom. Ich finde es ja auch immer spannend herauszufinden, ob Adventskalender ja nicht nur was für die Adventszeit sind, sondern ich sehe das auch immer so ein bisschen mehr als, vielleicht ist es auch einfach ein gutes Angebot für ein Vorteilspack oder ob es sich eben lohnt, etwas von der Marke auszuprobieren, weil man die Marke noch nicht kennt und einfach für so einen schönen Einstiegspreis, das ja eigentlich ein schöner Einstieg ist. Also klar, es gibt auch ein paar Sachen, die fand ich jetzt echt nicht so gut, dass sie hier drin sind. Die Ohrringe hier, die gehören nicht dazu. Die finde ich unfassbar schön. Haben wir auch gerade schon drüber gesprochen, als ich den Charm rausgenommen habe. Wir haben halt Steckerohrringe wieder von dieser Aloha-Blüte. Oh, ist einfach so schön. Es glitzert so toll. Sieht auch ein bisschen aus wie eine Daisy. Das letzte reguläre Türchen ist die 23. Die haben wir hier. Es ist ein Ring aus dem Fire Element Flame. Also Ring Nummer 3. Ich versuche ihn gerade aufzustecken, um ihn euch zu zeigen. Okay. Das ist der Ring, das
ist die Öffnung und ich bin sicher, dass dieses Mal die Öffnung nach oben gehört, denn zwei kleine Steine sind dort eingefasst und der Rest ist halt genauso, wie wir das schon kennen mit diesem goldenen, was so ein bisschen struktureller ist. Ich finde aber gerade keinen Finger, an dem ich das euch ordentlich zeigen kann. Ich kann es euch an meinem Ringfinger einmal kurz zeigen, aber es ist mir auf jeden Fall zu groß an meinem Ringfinger, deswegen kommt es, glaube ich, auch nicht so schön rüber dann. Wie gesagt, ich habe Ringgröße 50 als Referenz. Dann sind wir jetzt bei der 24 angekommen. Wieder die schöne Blüte, eins von diesen. Und es ist das Element Erde. Und wir haben hier eine weitere Kette aus der Vulcano-Reihe. Fühlt sich auf jeden Fall auch schwer an. Oh, das finde ich... Oh, wie schön. Okay, wir haben hier auf jeden Fall wieder eine längere Kette, aber super filigran gehalten. Also eine reine filigrane Kette ohne irgendwelche Sachen. Aber dann haben wir diesen richtig tollen, auch schweren Anhänger hier unten mit diesem, was uns schon den ganzen Adventskalender über auch begleitet hat, diese Münze sozusagen. Und wir haben dann das Ganze noch mit Steinen versehen, die hier vorne sind. Und die Kette finde ich mega. Ich liebe diese Münzketten, diese Ketten mit diesen einfachen, goldenen, runden, schweren Anhängern. Ich finde das richtig toll. Ich habe eine, die so ein bisschen in diese Richtung geht. Jetzt noch eine kleine Verlosung am Ende dieses Videos. Ich möchte gerne das kleine Stoffarmband und den Earcuff und den Ring mit den zwei Steinen verlosen, weil das einfach Produkte wären, die ich nicht weitergeben kann an Freunde von mir, weil sie das einfach nicht benutzen und weil es einfach nicht zu mir passt. Und dann bekommt ihr drei Purelay-Produkte. Dann nutzt einfach den Hashtag dafür, den ich in die Infobox einfach mal schreiben werde mit einer kleinen Frage, die ihr beantwortet. Und am besten ist es, dass ihr mir euren Instagram-Account dazu beschreibt. Seid einfach Abonnent meines Kanals und... Ja, ich hoffe, dass ich euch dann so ein bisschen was damit zurückgeben kann und ich hoffe auch, das Video hat euch gefallen. Ich weiß, dass es immer ein bisschen schwierig ist mit diesen Gewinnspielen und so weiter, mit dem Kontaktieren, da ich aber allerdings schon mehreren Betrügern quasi Opfer davon geworden bin, weil Leute mich dann angeschrieben haben, die aber gar nicht die eigentlichen Gewinner waren. Ja, ist es dann für mich einfach einfacher, euch zu kontaktieren und deshalb die Sache mit Instagram. Falls ihr kein Instagram habt, tut mir das echt leid, weil ich weiß, es ist ja hier gerade auf YouTube, aber... Das ist wirklich nicht gut ausgegangen, zum Teil in der Vergangenheit. Und ich möchte dann auch einfach, dass es die Person bekommt, die auch gewonnen hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!